Wien, Österreich. Eingebettet zwischen Alpen und Karpaten an der schönen Donau. Die Familie Hofburg hat mal wieder einen zauberhaften Tag verbracht. Zum Abschluss des Tages trinken sie ihre Ziegenmilch. Nun schlüpfen sie in den Federn und fahren auf dem Traumschiff zu einem neuen Morgen, der schön ist wie die Alpen. Doch die Kinder wissen noch nicht, dass diese sorglose Zeit bald vorbei ist. 1500 Kilometer von diesem Schlafzimmer entfernt beginnt das finnische Finale für den Eurovision Song Contest. Die Eltern fliehen in den Hof. Im Schutze der Nacht blicken sie zurück auf die finnischen Eurovisions-Beiträge. So etwas möchten sie nicht noch einmal erleben. Sie hoffen, dass die österreichische Herrscherin Conchita Wurst einen Ausweg weiß. Doch auch sie ist ratlos. Finnish people are unstoppable. Hans, ich habe solche Angst. Was auch immer als nächstes geschieht, Gechte, ich werde dich immer lieben. Aber das ist natürlich zu viel versprochen.